Hey Leute, ich war für ein Auslandssemester für 4 Monate in England. Und weil es mir so gut gefiel, war ich in meiner vorlesungsfreien Zeit im Februar und März nochmal für 2 Monate da. Und seitdem habe ich hier einen Haufen mit Produkten, die ich dort gekauft habe und mit euch testen wollte und hab's immer noch nicht abgefilmt. Deswegen gibt's heute ein Full Face of New British Products. Manches davon könnt ihr auch in Deutschland kaufen, wie zum Beispiel Elf. Ich werde auch ein bisschen random hier reinwerfen, Reval de Loop. Einfach, weil ich es hab. Andere Produkte könnt ihr nicht in Deutschland kaufen, aber vielleicht sind sie interessant für euch für euren nächsten UK-Urlaub. Falls euch das interessiert, bleibt dran, gebt einen Daumen hoch und let's go! Natürlich habe ich einen Kaffee. Ich trage heute einen blauen Rock, deswegen passt es sogar zum Outfit. Falls ich ein bisschen außer Atem wirke, das liegt tatsächlich daran, dass ich gerade sehr, sehr anxious bin. Ich erkläre sofort, wieso. Ich habe mir im Frühjahr zwar keine Foundation gekauft, aber ich hatte im Winter mir von Revolution die Skin Silk Luminous Serum Foundation in F6 gekauft. Revolution ist eine britische Firma und ich habe dazu schon ein YouTube-Video und auch ein Reel hochgeladen, aber ich dachte so, das passt zum Video, deswegen werde ich das einfach mit euch nochmal verwenden. Weil tatsächlich, shocking news, ich fand die in meinen Testvideos zwar richtig gut, danach hat sie aber gar nicht mehr für mich funktioniert. Und jetzt funktioniert sie wieder für mich. Ich glaube, dass sie nur nicht für mich funktioniert hat, weil ich sie direkt nach meinem Sunscreen raufgegeben habe und ich dann herausgefunden habe, dass man eigentlich Sunscreen erstmal so 15 Minuten sitzen lassen sollte. Für mich war klar, ich möchte nicht meinen Sonnenschutz nochmal ändern, weil ich den richtig gut finde. Ich bin mit meiner Hautpflegeroutine gerade richtig zufrieden und man sieht es auch in meiner Haut. Ich habe zwar zum Beispiel mein Ekzem noch und ich habe auch zwischendurch Unreinheiten, aber das ist dann primär von entweder meinem Zyklus bedingt oder Stress. Ich hatte die letzten Wochen zum Beispiel da richtig viele Unreinheiten und die halt auch so wehgetan haben. Aber da wusste ich ganz klar, das liegt an meinem Stresspegel. Auf jeden Fall, wenn man wartet und sie nicht direkt auf den Sonnenschutz aufträgt, sieht sie gut bei mir aus. Also wenn ihr die habt und die nicht für euch funktioniert, probiert das mal. Vielleicht ist das auch bei euch der Grund. Vielleicht auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das eine wunderschöne, richtige Skin-like Foundation ist, wenn man das richtig macht. Falls euch die Details zu dieser Foundation interessieren, schaut mal bei dem Video, was ich euch auf dem i verlinke, vorbei. Wie gesagt, ich habe die schon reviewed, deswegen sage ich jetzt nicht so viel dazu. Finde sie aber gut. Warum bin ich so anxious? Ich habe derzeit super viel Stress, weil in dieser Woche hatte ich 5 Klausuren, beziehungsweise ich hatte bis jetzt 3 und ich habe heute noch eine und ich habe morgen eine. Die heute, man könnte sagen, Sena, warum lernst du gerade nicht? Habe ich. Ich konnte mir aber nichts merken. Kaffee ist wahrscheinlich auch nicht das Beste, wenn ich anxious bin, aber ich mache jetzt weiter mit dem 17 Second Skin Enhancing Concealer. 17 ist die Eigenmarke von Boots. In der UK gibt es 2 große Pharmacies, also 2 große Apotheken, beziehungsweise für uns. Ein Brite meinte zu mir, warum nennt ihr das alle, also zu den Erasmus-Studenten, warum nennt ihr das alle Drugstore? Das ist eine Pharmacy. Und für uns war das halt ein Drugstore. Wie auch immer, es gibt Boots und Superdrug. Das sind so die größten. Vielleicht gibt es noch mehr, aber ich kenne nur die beiden. Und Boots ist so, ich würde sagen, wie der deutsche DM, weil Superdrug ist noch ein bisschen günstiger. Auf jeden Fall haben die eben diese Eigenmarke 17. Die kann man nicht in Deutschland bestellen, soweit ich weiß. Aber das Packaging und alles spricht mich so von dieser Firma an. Ich wollte eigentlich den Skin Tint von denen kaufen, aber da hat keine Farbe gepasst, weil die Farbauswahl ist. Von den Untertönen ging das halt einfach für mich nicht. Beziehungsweise die Foundation, die mit dem Unterton gepasst hat, war dann viel zu dunkel. Und vom Concealer dachte ich, das könnte passen. Und meine Freundin, mit der ich da war, die hat den Concealer tatsächlich im Winter mit mir gekauft und sie meinte, den findet sie richtig gut. Deswegen hat sie mich sold. Ich habe die Farbe 001Y, also ein gelber Unterton. Und das sieht nicht aus wie 001. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so. Es gab zwar noch ein paar Farben davor, ist jetzt nicht die hellste Farbe, aber trotzdem. Ich finde das Packaging sehr schön. Ich mag, dass es durchsichtig ist, weil das liebe ich ja für Project Pan. Das Thema dieser Firma ist so ein helles Rosa, was ich sehr mag. Der Applikator hat mich auch sehr, sehr interessiert, weil wie ihr seht, ist das wie so ein kleines Schäufelchen, wodurch eben gut viel Produkt draufkommt. Aber er ist auch relativ weich. Und ich mag, dass das hier durchsichtig ist. Ist vielleicht ein kleines Detail, was unnötig ist, aber für mich, ich finde es cool. Leute, ihr müsst euch vorstellen, dieses Make-up sitzt jetzt seit April, Mai, Juni. Seit 3 Monaten hier. Seit 3 Monaten möchte ich das austesten und habe es mir verboten für euch. Und das ist so, manchmal denke ich mir so, Sena, du machst kein Geld damit. Warum verbietest du dir so viel? Weil ich habe tatsächlich vergessen, dass ich diese Produkte gekauft habe und wollte schon, ich zeige euch gleich einen Blush, ich wollte schon einen neuen Blush kaufen, weil ich mir dachte, ich will diese Farbe haben. Und dann fiel mir auf, ich habe diese Farbe. Ich habe jetzt so viel aufgetragen. Ich glaube, ich komme ein bisschen näher ran, damit ihr ein bisschen mehr vom Finish sehen könnt. Und ich blende das jetzt erstmal mit einem Schwamm aus. Den habe ich tatsächlich auch in England gekauft. Dazu habe ich auch ein Haul und ein Testvideo hochgeladen. Aber es ist ein Real Techniques Schwamm, also den könnt ihr auch in Deutschland kaufen. Aber ich fand das Pink sehr schön. Der Concealer hat auf jeden Fall eine dünne Textur und ich würde sagen, leichte bis mittlere Deckkraft. Ich weiß auch nicht ganz, was die Target Group. Es tut mir leid mit dem Englisch. Es tut mir leid. Aber ich rede jeden Tag noch Englisch. Jeden Tag. Die Leute, mit denen ich Englisch rede, sind auch so, Alter, dein Englisch ist gerade richtig wirr und wird immer schlechter, weil ich jeden Tag auch Deutsch rede und mein Gehirn ist jetzt einfach vermischt und nicht mehr klarkommt. Ich wollte sagen, dass ich nicht weiß, was die Zielgruppe ist. So würde ich sagen, hat er eine leichtere Deckkraft. Ich kann euch schon sagen, weil ich habe den
einmal verwendet. Ich wollte nicht warten. Und tatsächlich alle Concealer von mir waren irgendwie zu trocken. Und dann dachte ich so, mal gucken, wie der ist. Weil ich dachte, das wäre so ein ganz leichter Hydrating-Concealer. Der trocknet aber krass an. Deswegen, ich gebe den jetzt mal hier drauf und lasse den mal da drauf. Um einmal zu beenden, was ich sagen wollte zu meiner Klausur. Ich habe versucht zu lernen, aber kennt ihr das, wenn ihr was lest und nichts bleibt dran hängen? Und ihr seid so, was habe ich gerade gelesen? Genau das hatte ich. Und dann habe ich festgestellt, ich bin einfach unfassbar anxious und ich brauche ein bisschen Make-up. Dann hatte ich auch überlegt, einfach Make-up zu machen, ohne das hier zu filmen. Aber ich wollte so gern gerade die Produkte hierzu verwenden, deswegen... Ich würde sagen, mit dem Unterton von Yellow stimmt es auf jeden Fall. Die haben, glaube ich, Neutral, Yellow und Pink oder Cool. Und das passt auch ganz gut. Gleiches Ding, die Farbauswahl könnte größer sein, aber es ist eine super günstige Firma. Also, ich habe doch die Rechnung irgendwo. Also, ganz kurz. Ich habe dieses Make-up... Was? Also, das Datum kann nicht stimmen, weil da steht 1.6.24 oder 6.1. dementsprechend, wie man das liest. Aber ich habe es weder im Januar noch im Juni gekauft. That's not right. Wie auch immer, der Concealer kostet 2,50 €. Wenn ihr eine Boots Card habt, sogar weniger, 2,25 €. Eine Boots Card könnt ihr aber tatsächlich nicht mit einem deutschen Handy machen. Es gibt eine Boots App, die könnt ihr euch nicht runterladen auf einem deutschen Handy. Selbst wenn ihr in England seid. Also habe ich die Boots Card meiner Freundin verwendet. Ihr seht den Concealer. Gerade sieht die Farbe richtig gut aus. Ich bin auch minimal tanned mittlerweile. Ich würde sagen, leichte bis mittlere Deckkraft. Ich schichte das jetzt noch ein bisschen. Die Farbe ist auf jeden Fall dunkler, als ich dachte. Was ich ein bisschen schade finde. Ich hätte es schöner gefunden, wenn die Farbe ein bisschen heller ist. Ich liebe den Applikator. Also vom Gefühl, der ist so richtig weich und soft. Ich meine, der Concealer verspricht, hochpigmentiert zu sein mit Mineralmix-Komplex, keine Ahnung, which perfectly masks imperfections and blends in seamlessly for a velvet skin finish. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein samtiges Skin Finish habe. Ich würde sagen, es ist ein guter Alltag-Concealer. Kann man kaufen, vor allem Leute, für 2,50 €. Das ist nichts. Also wenn wir jetzt mal hochdenken und sagen, das sind 3 €, wahrscheinlich sind es weniger, aber sagen wir, es sind 3 €, das ist Essence-Price-Range. Übrigens, wenn ihr das Video hier seht, bin ich wahrscheinlich schon durch meine Klausurenphase durch. Kommt drauf an, ob ich das jetzt am diesen Sonntag hochlade. Unwahrscheinlich, weil ich eigentlich ein anderes plane, aber vielleicht doch, weil das andere wahrscheinlich länger im Schnitt dauert. Oder nächsten Sonntag und dann bin ich fertig. Also diesen Sonntag bin ich noch nicht fertig. Ich fand, das sieht richtig gut aus. Ihr müsst die Schulter mal ignorieren, weil da habe ich eine Pigmentstörung, aber so farblich... Finde ich, ist ein richtig gutes Match gerade. Mega. Finde ich gut. Würde ich empfehlen. Ich finde auch up close, dass der tatsächlich richtig gut aussieht. Auf jeden Fall nicht so viel Deckkraft, wie ich dachte. Vor allem, wenn er mit highly pigmented wirkt. Man kann den aber sitzen lassen und dann trocknet der halt schon an. Weil es ist so ein Self-Setting-Concealer. Ich wollte es jetzt aber gerade einfach nicht, weil ich brauche jetzt auch für... Ich gehe nur zu meiner Scheißklausur, okay, Leute? Ich fluche nicht. Ich bin eine Dame. Richtig random, aber ich habe mir dieses Travel Kit gekauft, weil ich das so toll fand. Und ich weiß nicht, wieso ich das in dieser Schublade hatte. So als würde das jetzt irgendwie mit meinem Make-up zusammenhängen. Ich habe es auf jeden Fall gekauft von Kitsch. Und dann sind da so 3 Container drinne, so wie diese Sachets. Was ich sehr interessant finde, habe ich in Deutschland noch nie gesehen, aber finde ich voll praktisch. Und ich habe mir das gekauft, weil die haben 30 Milliliter Behältnisse anstatt von diesen 100 Millilitern. Weil ich brauche nie 100 Milliliter und es nimmt so viel Platz weg. Die haben mich halt auch einfach damit gekriegt, dass da so ein Mini-Trichter drin ist. Und so eine Mini-Pipette-Pumpe. Das ist ja einfach so süß, keine Ahnung. Ich finde das ganz toll. Und dann war da ein Sprühkopf, ein Pumpspender und noch ein anderer Pumpspender drin. Ich finde das Set richtig toll. Ist das hier auch auf dieser... Das ist nicht auf dieser Rechnung. Okay, ich bin mir sehr sicher, ich habe die Rechnung da eigentlich auch reingetan, aber ich finde es gerade nicht. Aber ich glaube, das hat vielleicht 10, 15 Pfund gekostet, irgendwie so. Nicht super günstig, aber ich finde das Design richtig schön. Es gab auch eine andere Farbrichtung. Dadurch, dass ich ja jetzt doch ein bisschen mehr reise, fand ich das sehr cool. Ich frage mich gerade, ob dann das Datum vielleicht doch stimmt. Im Juni war ich doch nicht in England. Ich war im Juni in England. Oh mein Gott. Doch. Ja, aber dann liegen die Produkte ja doch noch nicht so lange. Warum kommt es mir so lange vor? Okay, keine Ahnung. Ich habe euch angelogen, es war nicht absichtlich. Ich glaube, ich habe die Produkte doch am 1.6. gekauft. Happens to the best. Womit machen wir weiter? Oh mein Gott, ich bin so gespannt, Leute. Ich habe hier Blush, ich habe Highlighter, ich habe Augenbrauen, ich habe Lippen. Machen wir weiter mit Puder, weil das Sinn macht. Ich glaube, ich will erst Augenbrauen machen. Ich habe die Augenbrauen von Reval De Loop Super Slim Eyebrow Pen in 2 verschiedenen Farben. Die waren reduziert und ich glaube, die gehen aus dem Sortiment, weshalb ich sie jetzt auch in diesem Video zeige, weil ich glaube, das hier gucken sich weniger Leute an als mein Drogerie-Neuheiten-Video, was bald kommt. Das ist das Video, was ich so seit 3 Monaten ankündige. Ich habe hier einmal die Farbe 02 Grey und 03 Peanut. Bei meiner derzeitigen Augenbrauenstifte sind mir irgendwie zu dunkel. Oft finde ich, dass die günstigen Augenbrauenstifte von der Konsistenz mir nicht so gut gefallen, aber wollte es ausprobieren. Sie haben noch 1 € oder sowas gekostet. Sehr basic Design, gibt nicht so viel dazu zu sagen. Ich swatche euch einmal beide Farben. Ich habe mir Grey geholt, weil ich dachte, oft sind Stifte viel zu warm und das könnte passen. Also es ist ein tatsächliches Grau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es passt. Und Peanut ist hell, aber dafür definitiv wärmer. Ich finde die Farben sehr akkurat zu dem, was ich mir vorgestellt habe. Peanut könnte ich jetzt auch doller aufdrücken und dann wäre das halt stärker. Was will ich heute? Ich glaube, ich gehe mit... Oh, man kann die nicht zurückdrehen. Ungünstig. Wir probieren mal beides aus und ich sehe hoffentlich nicht crazy aus. Das ist jetzt
Peanut. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ob die jetzt aus dem Sortiment genommen wurden oder ob die nur neu formuliert werden. Don't ask me. Ich war beim Rossmann, die waren reduziert. Ich wollte sie testen. Ich finde die Formulierung gar nicht zu weich. Oft sind die sehr, sehr weich und deswegen mag ich sie da nicht. Ich würde sagen, das ist ein bisschen trockener und wachsiger, was ich mag. Ich finde, die Farbe Peanut macht einen guten Job. Ich mag das, wenn Augenbrauenstifte leicht sind, dadurch, dass ich markante Augenbrauen an mir nicht so sehr mag. Wir wissen jetzt natürlich bei Grey nicht, ob das tatsächlich aussieht wie ein Grau an mir. Wisst ihr, wie kühles Schwarz oft gräulich aussieht? Den Eindruck gibt es mir eher. Ich will jetzt nicht zu lange über die Augenbrauenstifte reden, einfach weil das nichts mit der UK zu tun hat. Ich muss sagen, aber sie gefallen mir. Ich hoffe, dass sie die nicht aus dem Sortiment nehmen. Ehrlicherweise, ich würde die nachkaufen. Erster Eindruck. Natürlich muss ich jetzt nochmal über den Tag schauen und alles, aber schöne Farben, nicht zu warm. Also beide finde ich nicht zu warm. Für so einen Standard Micro Pencil finde ich die richtig gut. Empfehlung, falls es sie noch gibt. Wie gesagt, Super Slim Eyebrow Pen. Mega. Es ist wieder toll, wie ich eigentlich in 10 Minuten das Haus verlassen wollte. Okay, Leute, jetzt kommt was richtig Spannendes. Vielleicht findet ihr es nicht so spannend, aber okay. Hear me out. Das ist von Boots Eigenfirma, Natural Collection, also sowas wie Naturkosmetikfirma von denen. Habe ich davor nicht gesehen. Ich glaube, die wurde neu eingeführt dieses Jahr. Vielleicht auch nicht. Ich habe sie davor aber nicht in England gesehen im Winter. Und das ist das Setting Powder Made with Natural Mica. Das gibt es in 3 Farben. Eine Farbe war zu dunkel, die war irrelevant. Das hier ist die Farbe Transparent und dann gab es noch Light to Medium. Light to Medium hat mir auch gepasst, aber die waren ganz unterschiedlich, formulierungstechnisch. Light to Medium war ein bisschen mehr trocken und wie so ein Standardpuder, nichts Besonderes. Also habe ich es nicht gekauft. Das hier hat 9 Gramm und es war richtig, richtig günstig. Das hat 4 Pfund gekostet. Oder mit der Boots Card 360. 4 Pfund, sagen wir 5 Euro. Ich hoffe, dass es so gut performt wie auch beim Swatch, weil dieses Puder, wenn ihr reindippt, es fühlt sich an, als wäre da nichts. Also wirklich nichts. Und meine Freundin war so, warum findest du gerade das Puder so toll? Und dann war ich so, bitte dipp da rein. Und dann hat sie es gemacht und sie war so auch so. Weil dieses Puder sich so heftig anfühlt. Und dann habe ich das hier auf meine Hand gegeben, weil hier ja viele Falten sind. Und es hat einfach alles ausradiert. Da war einfach keine Falte mehr. Es war so blurring. Und ich kenne so blurring Powder eigentlich nur aus koreanischen Firmen. Deswegen war es crazy. Und es hatte einen Glow. Was Sinn ergibt, weil Mica ist ein Bestandteil, der eben so nicht Glitzer, aber so einen Sheen hat. Eigentlich wollte ich ja nur noch das eine Puder aus Korea nachkaufen, das von Misha, weil das ist das perfekte blurring Powder für mich. Aber das hat mich sehr interessiert. Vor allem, weil das von Misha ist gepresst. Das gibt zwar auch lose, aber das ist immer ausverkauft. So, wir machen hier einmal den Sticker ab. Weil es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, wie das ausgeht. Entweder ist das wunderschönste Blurring Powder oder es ist zu glowy, um es in die T-Zone aufzugeben. Und dann wäre das nur so ein Topping Powder, was ich halt normalerweise nicht verwende. Also wie gesagt, das hat so Löcher, deswegen gebe ich jetzt einmal den Deckel drauf. Diese Natural Firma hat das als Branding, keine Ahnung, das ist so ein grau, grün, beige. Keine Farbe, die ich schön finde, aber whatever. Und das tragen wir jetzt auf mit dem 17 Powder Puff, weil der wurde mir geschenkt. Das war, wenn man über 5 Pfund oder sowas gekauft hat, dann hat man den geschenkt bekommen. Ich habe einen Powder Puff und zwar ist das der von Revolution aus dem Cherry Puder. Und den finde ich richtig gut. Alle anderen Powder Puffs, die ich jemals getestet habe, gefielen mir nicht, weil der hier gefällt mir gut wegen dieser Form. Und der hier ist sehr groß, deswegen glaube ich, dass das nicht ganz meins ist. Auf der anderen Seite, maybe für so, nicht für den Alltag, aber wenn ich Instagram-mäßig viel Puder tragen möchte. Das ist ja schon süß. Ich dachte jetzt, hier würde auch noch 17 draufstehen, aber es fühlt sich an wie so ein altes Kinderkuscheltier von mir. Es war, wie gesagt, kostenlos. Ich habe es jetzt nicht gekauft, aber ich finde es ja richtig süß. Ich finde es richtig süß mit dem Herz und der Regenbogenfahne. Ein sehr süßes Design. Also wirklich. Und vor allem auch mit der Form, weil die Form ist super und gefällt mir richtig gut. Ich mag das auch, wenn Powder Puffs das haben für die Finger. Ja, das ist riesig. Riecht auch ein bisschen wie ein Kuscheltier. Ich hätte es vielleicht waschen sollen, aber oh mein Gott, da kam richtig viel Puder raus. Oh Gott. Ich glaube, bevor wir den Powder Puff nehmen, trage ich es einmal mit dem Pinsel auf, um zu gucken, ob mir das zu glowy für unter die Augenpartie ist. Ich gehe dafür in das Puder rein und dann gehe ich in den Deckel, arbeite das ein und klopfe das so ein bisschen ab. Wie gesagt, dieser Concealer braucht eigentlich kein Setten, weil der sich selber settet bzw. halt antrocknet. Okay. So far nothing. Nehmen wir jetzt mal mehr. Also ich fühle gar nichts auf meiner Haut. Das fühlt sich jetzt nicht besonders an. Oh mein Gott, aber meine Haut fühlt sich richtig weich an. Also gesettet und sehr, sehr weich, aber irgendwie... Hä? Wow. Hi, guckt euch die Seite an. Da habe ich jetzt Puder drauf. Im Vergleich zu der. Die sieht viel, viel softer aus. Okay, that's amazing. Sehr blurring. Ich sehe keinen Glow, was ich gut finde. Wir gehen jetzt mit dem Powder Puff hier rein. Da kam gut was drauf, deswegen tupfe ich das jetzt hier rein. Andere machen das auf ihrem Handrücken. Ich persönlich will halt nicht das Puder so verschwenden. Und wenn das hier drin ist, dann packe ich es am Ende wieder in die Dose.
Ja, Powderpuff ist ganz schön groß. Finde ich trotzdem besser als runde, weil man mit der Spitze halt gut ans Auge kommt. Das Puder ist geruchslos, das finde ich mega, weil das dann nicht so in der Kehle stecken bleibt. Das sieht... Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera seht, aber es sieht so blurring aus. Heute sind 29 Grad. Okay, ich schwitze des Todes. Noch sieht man es nicht, aber ich gebe es mal nur auf die Hälfte hier auf und hoffe, dass ihr sehen könnt, wie krass das ist. Ich würde tatsächlich auch unterschreiben, dass es translucent ist, weil ich habe jetzt keinen weißen Sheen oder sowas. Wenn man natürlich viel aufträgt, dann sieht man da, wo man es aufgetragen hat. Aber so, guck mal, jetzt habe ich es eingeblendet. Man sieht gar nichts mehr. Hä? Guckt euch das mal bitte an. Ich glaube, das kommt gerade gar nicht so krass in der Kamera rüber. Wie in real life, aber ich habe halt keine Poren mehr. Guckt euch mal ganz genau den Bereich hier in der T-Zone an. Wo sind meine Poren? Leute, oh mein Gott. Ich glaube, das ist das beste translose Puder von allen, die ich gerade habe, die noch auf dem Markt existieren. Ich fand das von Primark ja auch immer richtig toll, das gibt's aber so nicht mehr, deswegen irrelevant. Den Glow, den ich gesehen habe, der ist dann halt wirklich nur so viel da, dass es natürlich aussieht, weil es, ich sehe nicht totmatt aus. Ich sehe wirklich einfach nur sehr, sehr soft aus und ich bin froh, dass sie das Translose in dieser Farbrichtung gemacht haben. Und dadurch, dass es auch nicht ganz weiß ist, sondern selbst in der Verpackung so ein bisschen beige aussieht, glaube ich, dass das eben auch mit dunklerer Haut klappen könnte. Leute, also nächstes Mal, wenn ich in der UK bin, ich glaube, ich hole mir noch ein zweites, einfach nur, um safe zu sein. Ich finde dieses Puder, ich finde das Puder gerade richtig, richtig heftig. Wisst ihr, wie Leute mal so sind, oh, das ist so ein tolles Baking Powder, dann macht das gar nichts, außer halt es zu setten. Das macht wirklich, hat eine krasse Blurring Quality, es fühlt sich richtig weich an. Also... ich glaube, dass ich nächstes Mal, wenn ich in der UK bin, vielleicht sogar noch mehr kaufe und sie einfach an euch verlose oder sowas, weil daran kommt ihr wahrscheinlich dann nicht so einfach. Ich guck mal, wenn man die online kaufen kann, verlinke ich die euch. What the fuck? Das ist also ungelogen amazing. Ich würde sagen, das ist so blurring wie mein Misha Powder. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede von diesem Aeropod. Dieses Puder habe ich schon ganz, ganz oft gezeigt, weil ich das ganz, ganz toll finde. Das könnt ihr auf Stylevana und Yestal bestellen. Das ist auch relativ günstig, kostet nur 13 Euro oder so. Aber falls ihr lieber loses Puder mögt und sogar noch günstiger sein wollt, das ist der Hammer. Vielleicht hole ich mir noch das Light to Medium, um das tatsächlich zu vergleichen, weil theoretisch ist es die gleiche Puderreihe, aber es war nicht so blurring. Vielleicht hole ich mir das noch, um es euch zu zeigen, aber das ist gerade mega. Ich muss jetzt eigentlich los, natürlich bin ich nicht fertig. Ich habe mir von Elf den Putty Blush gekauft, weil ich mir dachte, dass der bestimmt richtig toll für Cremeprodukte ist. Witzigerweise habe ich jetzt gar keine Cremeprodukte, deswegen kann ich den jetzt nicht verwenden. Ich werde den aber in meinem Drogerie-Neuheiten-Videos verwenden. Das war kein Deutsch. Ihr werdet es in dem anderen Video sehen, wenn euch der Pinsel interessiert. Aber mir fällt gerade auf, dass hier doch das Set drauf ist. Das Set kostet, dieses Travel Set hat 10 Pfund gekostet und der Elf Pinsel hat 4 Pfund gekostet. Okay, mega. Ich brauche jetzt ganz kurz Augenbrauengel. Ich habe auch eigentlich nichts für meine Augen an sich. Deswegen werde ich wahrscheinlich das gleich auch off-camera machen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, glaube ich, noch die Blushes, die ich gekauft habe. Und dann mache ich mein Make-up einfach off-camera zu Ende. Übrigens, zu dem Powderpuff ist ein Powderpuff. Gibt es nicht so viel zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob man den kaufen kann. Finde ich süß. Fand ich cool, dass er kostenlos war. Werde ich verwenden. Ja. Ich habe 3 Blushes. Das war eine Lüge. Ich habe 2 Blushes. Und ein Highlighter. Fangen wir an mit einem Blush, den ich wirklich... Ich kam Ende August bzw. Anfang September in England an und ich wusste ab da, ich möchte mir diesen Blush kaufen. Ich wollte die ganze Zeit warten und dann war ich so, okay, Sena, du gehst jetzt nach Deutschland, du kommst jetzt mal nicht mehr wieder, du holst dir den jetzt. Das ist auch von 17, der Powder Blush Added Cheek Color in 030 Plum Blossom. Es gab noch eine andere Farbe, die mich interessiert hat, die war leider ausverkauft. Die haben aber richtig interessante Töne, weil die alle so muted sind. Und ich finde, muted Blushes, also die einen sehr hohen Weiß- bzw. Puderanteil haben, stehen mir am besten. Der hat 3,50 gekostet und wieder weniger mit der Karte. Alles, was ich gekauft habe von der Eigenmarke, kostet weniger mit der Karte. Hier wieder, ich mag das Packaging von Number 17 richtig dolle. Das Puder bzw. der Blush fühlt sich so weich an und ihr seht gerade, ich bin da reingegangen und der ist matt und trotzdem fühlt er sich ganz, ganz besonders silky an. Das ist ein Lila und trotzdem habe ich das Gefühl, dass der mir gefallen könnte, obwohl der recht dunkel ist. Die Formulierung, das ist so ein cremiges Puder. Leute, I don't know, ich wollte den unbedingt haben. Ich finde die Farbe toll. Ich will noch den anderen Blush. Ich werde den holen, sobald er wieder aufgestockt ist und ich nochmal in England bin. Und den zweiten Blush, den ich gekauft habe, ist von der Natural Collection wieder. Der Blusher Made with Meadow Foam Seed Oil and Natural Mica. Wieder hier... Packaging ist so ein bisschen im Vergleich zu 17. Der hat 3 Pfund gekostet, also minimal günstiger. Ich finde aber hier die Verpackung ganz toll, weil der Bronzer, der Blush und der Highlighter, die haben alle diese Verpackung, wodurch sie perfekt sind zum Lagern, nehmen wenig Platz weg. Rund ist halt
immer ein bisschen schwieriger zu lagern oder ein bisschen platzverschwendender. Ich habe die Farbe Peony und komischerweise sahen die alle unterschiedlich aus. Der hat so einen leichten Verlauf. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen könnt. Also hier ist der pinke und dann wird er so heller. Manche von den Blushes hatten gar keinen hellen Anteil. Manche hatten das nur zur Hälfte. Also die Produktion wirkte sehr, sehr inconsistent. Deswegen würde ich das zum Beispiel nicht online bestellen, sondern nur im Markt, damit ihr entscheiden könnt, welchen ihr wollt. Weil ich wollte keinen haben, der fast nur diese Farbe hat, weil mir das zu hell gewesen wäre. Pudert auf, aber bröckelt nicht. Und es sieht so aus, als wäre er so kleine, ich weiß nicht, ob das weiße oder Schimmerpartikel sind, keine Ahnung. Da ist ein bisschen Puder drauf. Tragen wir mal auf diese Seite auf. Sehr komisch, dass ich keinen Cream Blush verwende, weil ich eigentlich immer Cream Blush verwende. Also man sieht auf jeden Fall schon Blush. Ich finde es schön, dass der sich nicht so festsetzt. Ich habe den Bereich ja nicht gepudert und manche Blushes mit viel Pigment setzen sich fest, aber der verteilt sich wirklich sehr schön eben. Ich finde die Farbe ganz toll. Ich mag helles Rosa als Blush am allerliebsten. Ich finde die Farbe richtig schön, kommt gut rüber. Ein sehr leichter Blush, aber man kann ihn gut schichten. Das waren jetzt zwar ein paar Schichten, aber ich präferiere das anstatt so einen Boom. Und dann kann man es nicht verblenden. Ich swatch euch den auch nochmal. Fühlt sich auch extrem weich an. Also die Formulierungen, diese Produkte sind so günstig und so gut formuliert. Da seht ihr den Swatch, hoffentlich. Der war zwar leicht, aber das liegt eher an der Farbe. Da stand ja auch Natural Mica und das sieht man, der ist matt. Und trotzdem hat er so einen ganz, ganz leichten Glow, was ich sehr mag. Ich finde den Blush richtig toll. Es gibt nicht so viel dazu zu sagen. Ich finde ihn richtig toll. Die anderen Farben haben mich nicht angesprochen. Aber wenn euch die anderen Farben ansprechen, klare Empfehlung. Ich mache meinen Pinsel hier an einem Ceva sauber und gehe auf der anderen Seite mit dem Blush rein und muss die gleich anpassen, damit ich nicht total crazy aussehe. Da kam schon richtig viel Puder ab. Okay. Aber das geht. Also auch nicht erschlagend. Aber der hier setzt sich so ein bisschen mehr fest. Ich glaube, ihr könnt das sehen, wodurch es dann so ein bisschen fleckig aussieht. Die sehen aufgetragen echt krass ähnlich aus. Ungelogen, ich würde nicht den Unterschied sehen. Ja gut, sie hat einen Style, ne? Sind auch beides matte Blushes, einfach weil ich das derzeit präferiere, weil meine Wangen meistens eh glowy sind. Man kann den aufbauen und dann ist er knalliger. Ich glaube, rein von den Farben her, ich finde, dadurch, dass das hier noch ein bisschen kühler ist, den sogar besser. Aber ich finde beide Farben toll. Ich finde beide Formulierungen toll. Sie fühlen sich super an. Ich habe nichts auszusetzen. Ich gebe den jetzt auch noch ein bisschen auf die andere Seite, damit die passen. Die sehen einfach richtig schön natürlich aus, blenden sich super ein. Das sind Riesenempfehlungen, beide. Alter, ich freue mich gerade so sehr. Voll traurig, dass ich die jetzt so lange noch nicht verwenden konnte. Aber jetzt, I tell you. Neue Favorite Blushes. Die werden definitiv in meine Rotation kommen. Es tut mir mega leid, dass ihr die nicht in Deutschland kaufen könnt. Aber das ist so, auf der einen Seite denkt man sich immer, ach, ich wünschte, ich könnte das einfach hier kaufen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass man jetzt so Firmen wie Elf und so easy kaufen kann, verlieren die so ein bisschen dieses Excitement von, oh, ich gehe ins Ausland, was möchte ich diesmal mitbringen? Wisst ihr, was ich meine? Also ich fühle mich halt jetzt nicht mehr so, oh, das habe ich mir extra in England gekauft und das ist aus England, und also bei den Elf-Produkten beispielsweise, aber bei diesen Produkten habe ich das noch, weil das kann ich hier nicht so easy nachkaufen. Ich finde die Blushes richtig schön. Mich würde mal interessieren, ob ihr Lust hättet, dass ich tatsächlich aus England Produkte mitbringe und die hier verlose. Also ob ihr Interesse hättet an einer British Make-up-Verlosung. Oder ob ihr sagt, come on, Sena, muss dein Koffer jetzt nicht damit befüllen, wir nehmen auch deutsches Make-up. Verlosungen sind generell toll. Ich denke mir halt immer bei Verlosungen, ich finde es super, das zu machen. Aber ich habe das einmal mit viel weniger Abonnenten gemacht, da war ich, keine Ahnung, 13 oder sowas. Und dann haben da sich drei Leute oder sowas gemeldet. Und ich denke mir jetzt auch so, wenn ich eine Verlosung machen würde, würden sich nicht nur so 5 Leute melden. Und ist das dann nicht so, I don't know, geht da nicht so ein bisschen der Geist von der Verlosung weg? Also es muss ja irgendwie schon eine Mindestmasse sein, damit da so ein bisschen dieses, wer wird's, kommt. Okay, ich muss aufhören zu quatschen. Ich muss nämlich gleich los. Eigentlich so, ich musste vor 10 Minuten los, weil meine Lippen so trocken sind. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar, hätte ich das jetzt hier so schön reinmachen können, habe ich das so ein bisschen versaut. Kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar das Elf Glow Reviver Lip Oil. Ich glaube, die könnt ihr in Deutschland bestellen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hatte ja schon den transparenten und das ist jetzt die Farbe Jam Session. Ihr seht da schon was raus, weil ich den einfach, da konnte ich nicht drauf warten. Den habe ich direkt in England verwendet. Und oh mein Gott, ich trage den einfach fast jeden Tag. Die haben einen riesen Doe-Foot, was ich liebe. Das ist die dunkelste Haar. Ich kann nicht reden, wenn ich das mache. Eine Sekunde. Das ist die dunkelste Farbe und soll so ein bisschen Black Honey Dupe sein. Ich finde die Farbe richtig schön. Das ist direkt, also wirklich genau, was ich immer trage. So, oh, ich bin natürlich durchblutet. Die haben ein bisschen Minze drin, aber die tun nicht auf den Lippen weh, sondern man riecht nur die Minze, aber man fühlt es nicht. Die sind gar nicht klebrig. Die fühlen sich mehr an wie ein Liquid Lip Balm. Ich würde sagen, es ist ein gut formulierter Gloss, kein Lippenöl. Es ist nicht so dünn wie ein Öl, aber
Megaprodukt, ich lieb's. Ich habe jetzt zwei und durch meine Reduktion meines Konsums würde ich mir auch nicht noch mehr kaufen. Es gibt aber noch andere Farben, die ich richtig interessant finde. Rose Envy ist, glaube ich, noch eine Farbe, die mich interessiert. Ja, das sind so Sachen, die werden schlecht. Deswegen werde ich mir jetzt nicht direkt ein anderes kaufen. Das habe ich mir aber auch in England gekauft und ich finde es toll. Wenn ihr einen guten Lipgloss sucht, guckt dort vorbei. Die sind wirklich ihr Geld wert. Der hat übrigens 8 Pfund gekostet. Ich denke mal, die werden für so 10 Euro verkauft in Deutschland. Ich weiß es nicht, aber I guess. Das letzte, was ich mir tatsächlich gekauft habe, wenn ich es gerade richtig sehe, ist ein Highlighter. Und zwar auch von Natural Collection. Die Farbe Silver Birch. Und ich habe die ganze Zeit Silver Bitch gelesen. Und interessanterweise, es heißt Silver Birch, aber es ist so Gold-Silber. Also es ist weder Silber noch Gold. Und wenn man, wenn man den anpackt, fühlt sich ganz, ganz weich an. Swatchen wir mal hier. Und ich hatte das Gefühl, dass er einfach nur richtig glowy und nass aussah. Weil Silver Highlighter würde ich jetzt eigentlich nicht tragen. Aber dadurch, dass er eben auch diese Goldanteile hatte, sah er einfach super natürlich aus und sehr, sehr soft. Deswegen wollte ich den testen. Und hier seht ihr, was ich meine. Man kann die einfach super gut in seiner Kollektion so stacken. Die Bronzer fand ich spannend, aber farblich haben sie mir nicht gefallen. Sonst hätte ich da auch noch einen gekauft. Weil gleiche Formulierung, super soft. Saubere Pinsel. Wir fangen mal am Auge an. Gehe da einfach so ein bisschen rein und trage den im Innenwinkel auf. Hier würde ich sagen, sieht auf jeden Fall mehr Silber aus als Gold. Sehr intensiv. Ich persönlich mag ein intensives Inner Corner Highlight. Ich weiß, das ist nicht für jeden. Ich glaube, ich mag das aber auch primär, weil eben so ich sowohl E-Girl Make-up als auch so asiatisches Make-up mag und ich oft so eine Mischung daraus trage. Sehr, sehr hell. Sehr, sehr bright. Ich bin jetzt ein bisschen nicht so ganz sicher wegen meinem Gesicht. Spannenderweise wird, wenn man darauf tupft, sieht er wieder so aus wie außen. Guckt, ich gehe so rein und dann spannend. Für meine Nase klopfe ich das einmal ab. Ich habe ein bisschen Angst, weil der so intensiv war. Ging aber. Aber es sieht sehr, sehr durchlässig aus. Hübsch. Gefällt mir gut. Kommen wir zum Endgegner Wange, weil da sieht ja schnell etwas sehr wie so ein silberner Streifen aus. Vor allem, wenn die Basefarbe nicht passt. Ich muss sagen, mir gefällt jetzt das Inner Corner gerade auch nicht so sehr, weil es sehr, sehr stark ist. Und ich das gerade nicht so fühle, aber vielleicht kommt es am Ende zusammen mit Mascara. Ich gehe wirklich nur leicht rein, weil da ist schon ganz schön viel auf dem Pinsel. Ich habe mein Gesicht nicht angesprüht. Es sollte sehr matt sein und eigentlich sollte jetzt nicht so viel drauf haften. Hübsch. Wow. Der sieht doch richtig glowy aus. Nicht glitzerig, nicht Schimmer, sondern einfach nur richtig wow. Von vorne würde ich sagen, man sieht nichts. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ihr seht vorher. Da habe ich gerade nicht abgeklopft. Ups. Also man kann das zu einem Blinding Instagram Highlighter machen, wenn man möchte. Wenn man möchte. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass man es jetzt von vorne sieht. Seht ihr diesen Fleck hier? Weil das so kühl ist. Aber ich habe das Gefühl, man kann den auch wieder ausblenden. Also sagt mir gerne, ob ihr das Gefühl habt, das ist nicht so, aber wow. Ich gehe hier einmal mit dem Blushpinsel rüber, einfach damit das so ein bisschen, ne? Wie viel hat der gekostet? Auch 3 Pfund. Oder 2,70 mit der Karte, Leute. Überlegt euch mal, 2,70 Pfund, das sind, 2,70 Pfund sind 3 Euro. 3 Euro für das Sold. Ich liebe die Verpackung, also nicht vom Design her, sondern vom Gefühl her und von der, vom Kompatibel. Ihr wisst schon. Ich finde es super, wenn man das Produkt durchsehen kann und in seiner Kollektion direkt findet. Leute, Boots killt mit deren Eigenmarken. Also mit sowohl Number 17 als auch Natural Collection. Ich höre nie Leute über Natural Collection reden, aber Leute, dieses Puder, der Blush, der Highlighter, das ist einfach mega. Also alles. Ich bin gerade richtig baff. Wie kann denn niemand über diese tolle Marke reden? Ich verstehe es nicht. Passend dazu und zu meiner Monthly Rotation gehe ich jetzt noch mit der Revolution Palette aus der Y2K-Kollektion rein. Ich will eigentlich nur so ein bisschen, gehen wir mal in diesen Ton, weil maybe passt das dann ja zum Highlighter. Man sieht die immer auf der Kamera nicht so sehr, aber die sehen halt dann in Low-Light-Verhältnissen. Also in meinem Badezimmer zum Beispiel sehen die immer richtig krass aus, weil man die einzelnen Glitzerpartikel sieht. Ich gehe noch ein bisschen in diese Farbe. Okay, ich mache schnell mein Make-up fertig und dann sehen wir uns wieder. Kommen wir zu meinem Fazit. Wenn ihr nach England fahrt oder fliegt, schaut bei Number 17 vorbei. Eigenmarke von Boots. Die Produkte sind mega. Es gibt noch so viele mehr. Also wirklich so viele Produkte, die spannend aussehen. Die haben eine richtig gute Qualität für den Preis. Definitiv must-see. Und underrated, aber auch definitiv, Leute, guckt es euch an, die Natural Collection an Marke von Boots. Das Lip Oil trage ich fast jeden Tag. Also wirklich, das staint so minimal die Lippen. Oder vielleicht nicht stained, aber es bleibt immer so ein bisschen was drauf, selbst wenn der Gloss weg ist, was ich super finde. Leute, ich lieb's. Es gibt wirklich kein negatives Produkt heute. Großbritannien hat ein paar Produkte, wo wir echt was von lernen können. Und ihr werdet die Produkte definitiv noch viel auf meinem Kanal sehen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.